Ich bin der Klaus Sulzenbacher, bin da in Kitzbühel geboren, war ein sehr erfolgreicher nordischer Kombinierer in die 80er und Anfang 90er Jahre. Ich wohne schon einige Zeit in Ruhm, davor habe ich in Innsbruck gewohnt. Das war, ist auch darauf zurückzuschließen, dass ich ja damals als nordischer Skigymnast im Stams war und natürlich sehr viel in Seefeld trainieren habe müssen, springen und langlaufen in Seefeld. Und durch das habe ich dann meinen Lebensmittelpunkt da mehr oder weniger da noch ins Oberland verlegt. Und wie das halt so ist, dann bleibt man halt irgendwie da oben, weil da hat man dann auf einmal Freunde und Dings alles, dann macht man die berufliche Ausbildung und dann ist man da, studiert man dann und dann kommen die Kinder und überhaupt die Welt und durch das ist man eigentlich, ist der ganze Lebensmittelpunkt natürlich in der Raum Innsbruck, aber natürlich da Kitzbühel ist meine Heimat und die ist, leben da meine beiden Eltern und meine Geschwister und durch das bin ich sehr oft in Kitzbühel da, sei es Skifahren, sei es im Sommer, zum Radlfahren, zum Golfspielen, zum Bergsteigen, wie auch immer. Ich bin da drüben aufgewachsen und der Steinwurf da quasi auf die Sprungschanze, jetzt ist sie die moderne, neue, damals war die alte. Ich war natürlich am Anfang schon ein bisschen ein fauler Hund gewesen, ich bin schon gern mit dem Lift auch gefahren, also Ski gefahren und so Dings. Aber beim Skispringen habe ich mir doch dann überwunden, doch zu Fuß hinaufzugehen, weil wir haben ja keinen Lift gehabt. Bei uns hat ja jeder Sprung, hat man wie sie Haut verdienen müssen, man hat dann wieder Skischultern auf bis wieder zum Anlauf und dann wieder runterspringen. Aber das hat man damals auch als Junge in Kauf genommen. Das war wirklich, das war so. Hat es keinen Lift gegeben. Aber die Schanzen waren nicht vergleichbar, nehme ich an, die waren mit den Anfängen. Das war so eine Art Schneeschanzen, so ein bisschen so auf einen Hügel so ein bisschen zusammengeschoben. Es war früher Zeiten war schon einmal was und dann haben sie, damals wo ich 10 Jahre war, ist losgegangen mit dem. Da haben die Kitzbühler, also da so ein bisschen so ein Verein war das, also von nicht der Skiclub, sondern nur zusätzlich Steidl, Erwin, die haben das ein bisschen wieder präpariert und ich bin damals ein bisschen beim Zuschauen gewesen, was das ist da, ich war 10 Jahre und da hat der Steidl zu mir gesagt, ja, was schaust du so lang, hupf runter. Und das habe ich mir dann gedacht, ja, das mache ich. Jetzt bin ich mit der Alpinski runtergehupft und das war mega cool. Also das habe ich richtig gedacht, das war genauso meins. Und dann war ich ein Kitzbühler, wo alle mehr oder weniger Alpin fahren, war ich auf einmal der Skispringer in meiner Klasse, in der Volksschule, oder bis, letzte Klasse Volksschule, war schon Hauptschule, war ich der Skispringer auf einmal. Also das war ganz was anderes. Und zur nordischen Kombination habe ich angefangen, war eigentlich immer der Skispringer, aber der Steidl hat damals gesagt, ein richtiger Nordischer, der tut alles, der tut Langlaufen auch. Und so war es auch dann, sie haben mir dann ein Langlaufski verpasst, noch nie gelaufen und dann habe ich es probiert da bei Nacht- und Nebelaktion, da gerade oben aufs Mauerachfeld, ein bisschen so probiert und am nächsten Tag war da die Tiroler Meisterschaft, Schülermeisterschaft in St. Johann in Tirol und da habe ich dann 4 Kilometer laufen müssen. Das war so anstrengend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, nie wieder kombinieren. Nie, nein, das geht gar nicht. Am Nachmittag war dann das Spezialspringen. Das habe ich dann gewonnen, bin Tiroler Meister, Schülermeister geworden. Und dann auf einmal bin ich in der nordischen Kombination Zweiter gewesen. Ich dachte, wow, jetzt bin ich Zweiter, wo ich so langsam gelaufen bin. Ja, hab ich da 2 Pokale gekriegt, bin mit zwei Pokale haben. Und dann, von da weg habe ich dann das ein bisschen probiert, habe dann so ein bisschen öfters langlaufen gegangen. Es war dann der Beuter Schulwart, was ein Onkel von Gandler Markus war, der ist mit mir dann ein bisschen gegangen, so langlaufen, ein bisschen was gezeigt an der Technik. Und dann ist es gleich viel besser geworden. Und dann war ich nach jeder Wettkampf, wo ich dabei war, war ich meistens unter den ersten drei, sei es Schülermeisterschaft, sei es österreichische Meisterschaft, also im Schülerbereich. Und dann bin ich jetzt mehr oder weniger mit 15 Jahren, habe ich mich entschlossen, okay, ich gehe in Skigymnast im Stams. Und das war für mich dann der absolute Durchbruch dann. Also da ist dann wirklich zack, das war dann das war ein gezieltes Training und dann wirklich, dann war ich schon mit 18 Jahren, so 4 Jahre in die Schule gegangen und 4 Jahre später bin ich schon bei den Olympischen Spielen in Sarajevo dabei gewesen, weil ich so einen extremen Sprung gemacht habe. Und so ist dann meine Karriere so ein Steilberg aufgegangen mit den ersten Weltcup-Siege dann 1987 natürlich Weltmeisterschaften davor und dann habe ich dann Olympia Calgary 2 Medaillen gemacht, wo ich ganz knapp war. Eigentlich wollte ich da die Goldmedaille machen, weil ich eigentlich als Weltcup-Führender hingekommen bin. Aber es ist halt meistens so bei Großveranstaltungen oder so, sind oft so Außenseiter, die dann einfach um das
bisschen einfach unbekümmerter sein, weil es doch ein gewisser Druck. Und habe aber dann trotzdem bei den Spielen meine zwei Medaillen, also aus Silber im Einzel und Bronze in der Mannschaft. Ja, Wahnsinn, das ist eine Karriere. Und jetzt bist du als nordischer Pionier in Österreich, Klaus Sulzenbacher, bist du ja dann sogar mehrmals Gesamt-Weltcup-Sieger geworden. Genau, ich habe dann also in dieser Zeit, also 88, den Gesamt-Weltcup gewonnen. Und dann nachher 89 bin ich Zweiter geworden im Gesamt-Weltcup. Dann 1990 habe ich zum zweiten Mal den Gesamt-Weltcup gewonnen. Dann 91 bin ich nochmal Weltmeister geworden und Vize-Weltmeister. Und dann bin ich nochmal Zweiter im Gesamt-Weltcup geworden. Und dann noch im Olympischen Spiel in Albertville habe ich auch nochmal zwei Bronzemedaillen gemacht. Also einmal in Team und einmal in Einzel und nochmal Zweiter im Gesamt-Weltcup gewesen. Und dann 1992 war dann so die Zeit, da ist die große Umstellung gekommen vom klassischen Sprungstil auf den V-Stil. Und da war ich doch schon 27 und dann habe ich gesagt, okay, was will ich jetzt eigentlich noch erreichen? Zu meiner Zeit hat man auch kein Geld verdient. Gott sei Dank bin ich beim Bundesheer gewesen und habe von der Sporthilfe ein bisschen was gekriegt. Der Kitzbüheler Skiclub hat mich immer unterstützt, da habe ich immer so quasi so eine Saisonprämie gekriegt. Also ein bisschen ein kleines Sparbuch haben sie mir immer so ein bisschen gegeben, das war einfach super. Und dann habe ich dann 1992 gesagt, okay, jetzt ist Zeit, dass ich meine Karriere beende. Und habe dann schon ganz klares Ziel gehabt, was ich beruflich machen will. Ich habe dann eben die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Das habe ich eh dann in Innsbruck gemacht. Habe dann gewissermaßen Arbeit noch gefangen. Und dann ist das Angebot von Skigymnasium Stams gekommen. Komm auf für ein Skigymnasium Stams. Wir brauchen einen Kombinierertrainer. Da habe ich mich dann doch überredet lassen und habe dann von 1999 bis 2006 war ich nordisch Kombinierertrainer in Stams. Da war ja sogar noch der kleine David, der das letzte Jahr dann noch in Stams gewesen, wo ich dann gekommen bin. Und dann war also der Gruber Bernhard oder der Denef Willi und so habe ich einige damals zu der Zeit trainieren können. Und das habe ich 6 Jahre gemacht und dann habe ich das Angebot in Ruhm, wo ich meinen Hauptwohnsitz habe, ganz in der Nähe im Gemeindezentrum so Räumlichkeit zu kriegen für Praxis, Physiotherapie-Praxis. Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich einfach da als Therapeut durchstarten. Dann habe ich das Skigymnasium Stams lassen und seitdem bin ich, seit 2006 bin ich jetzt eigentlich freiberuflicher Physiotherapeut in Ruhm. Und ja. Ihr habt eine sehr erfolgreiche Sportfamilie eigentlich, aus der du rauskommst und Kultur. Ja, ich meine, natürlich bin ich, ist der Christian Prafter mein Onkel. Den habe ich damals gar nicht so registriert, weil der war damals in Amerika und dann ist, da bin ich schon, weiß nicht, wann der wieder zurückgekommen ist, bald war ich da, 10, 12, 13 Jahre. Und dann habe ich schon mitgehört, dass der eigentlich auch Weltmeister und Olympiamedaillengewinner war in Albin. Ja, und die Mama und der Papa waren halt beim Tiroler Amt und Wachsmeier und so. Wenn du jetzt da so abschaust, die Strafe hast auslassen, jetzt haben die meisten gemeint, du musst auch Skifahrer werden. Ja, du hast aber für den anderen Weg entschieden. Ja, genau, ich bin schon gern Ski gefahren und viel Ski gefahren. Aber so meine Rennen waren maximal bei einem Turnverein oder bei den Naturfreunden oder Schülerskitag. Der war immer cool, das Würstlessen. Ja. Sonst bin ich halt immer, wenn wir Skifahren gegangen, haben wir nur Schanzen gesucht, nur Schanzen. Also der oben, an Jufen oben, da hat es ja so super Schanzen gegeben. Das waren jetzt nicht wirklich Sprungschanzen, weil es ein Looping war, aber so, da sind wir schon viel unterwegs gewesen. Ja. Was ist für dich jetzt, wenn du da so schaust und der Wald hinterm Haus und da ist die Heimatverbundenheit, wie ist das für dich da, wenn du heimkommst? Ich denke mir schon jetzt, man ist schon schön da, gell? Da ist einfach so lieblich und schön. Es ist schon, also quasi, wenn ich da bin, dann taugt es mir schon extrem gut. Also, das ist einfach Heimat, gell? Das ist einfach das Liebliche an den Berg und ja, die Gegend, der Wald. Stadtl, Schwarze. Schwarze war unser Jugendtreff früher, oder? Da haben wir jetzt der Aquarena. Da schwimmen. Jetzt sind wir eh schon herum. Letzte Stützen. Vielleicht magst du uns noch was mitgeben am Weg. Und jetzt ist irgendwie der Winter ist jetzt vorbei, gell? Und hoffen wir, dass es wieder nächstes Jahr wieder ein schöner Winter wird. Und dann geht es uns eigentlich alle gut.